Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich habe überlegt, was ist eigentlich, wenn ich einen Barbaren baue, der nicht angreift? Also sowas wie ein Pazifistenbild, der nur darauf ausgelegt ist, dass er mit Dornen die Gegner besiegt. Das heißt, ich werde unten links versuchen, nicht eine Attacke drin zu haben, dass ich nicht angreifen kann und alles nur mit Dornen zu machen. Also, was ich machen will, ist Fertigkeiten. Hier oben irgendwas nehmen, ist eigentlich egal was, weil ich werde es niemals benutzen. Ja, also ich kann nichts Cleveres machen, deswegen werde ich einfach 4 Level in Raserei packen und dann geht es hier unten in die Dornen rein. Dann gehe ich natürlich treffen, Dornschein ist Blutungsschaden. Ja, ich werde auch auf Blutung gehen. So, das brauche ich. Ich werde auf jeden Fall Max Life nehmen. Und dann gehen wir hier auf Dornen hoch. Sehr gut. So, und jetzt kann ich schon in meinen Fertigkeiten das hier rausnehmen. Entfernen. Ich werde keine Fertigkeiten spielen. Und ich bin gespannt, ob das jetzt klappt. Ich werde dazu, glaube ich, in die Bluternte gehen. Das Ganze ist auf Weltstufe 1. Und dort versuchen, so weit wie möglich zu leveln. Sollte ich es irgendwie auf Weltstufe 3 schaffen, dann würde ich auch auf Klingenplatten gehen. Ja, defensive Fähigkeiten werde ich alle mitnehmen. Bedeutet sowas wie Eisenhaut werde ich mitnehmen. Wo haben wir es hier? Vielleicht die Rufe werde ich mitnehmen. Und Ult, denke ich auch dann die normale Zorn des Berserkers Ult. Und ansonsten halt nur Passives. Das wird witzig. Jetzt bin ich gespannt, wie doll ich hier versagen werde. Aber ich versuche mein Glück erst. Oh, das ist natürlich super. Da kann ich mir immer super. Guck mal, wie das klappt! Wie das klappt, ich brauche gar nichts, ich muss gar nichts machen. Er killt sich selber, es klappt. Und ich krieg Erfahrung. Ja, chillig. Und ich habe schon eine neue Hose. Stimmen und die Vampirfertigkeiten gibt es ja auch. Die Missionen werde ich auch. Ja, guck mal, wie das klappt. Das, Leute, ist der Pazifisten-Run. Level up. Oh, wenn das klappt, ey, dann fress ich einen Besen, ich sag's euch. Das Geile ist halt auch, ich brauche überhaupt gar nicht irgendwie auf irgendwelche Angriffssachen achten. Ich kann voll auf die Verteidigung achten. Bedeutet, ich gehe komplett auf Schadensreduktion, Widerstände. Werde ich so krass hochballern. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich wünsche euch allen ein besinnliches, ein gesundes vor allen Dingen. Ein schönes, erfolgreiches neues Jahr. Vor allen Dingen Gesundheit. Also ich habe jetzt auch wieder gemerkt, das ist echt so wichtig, dass man einfach gesund bleibt. Und wenn es auch nur so eine doofe Erkältung ist, das will man einfach nicht. Und damit vielleicht Schlachthaus machen. Denken wir mal ganz weit. Das werden wir heute nicht schaffen. Und ich weiß auch nicht, ob das was für dieses Video ist. Aber imagine, ich spiele bis ins Schlachthaus rein, ohne ein einziges Mal anzugreifen. Ohne ein einziges Mal anzugreifen. Wie witzig wäre das? Und dann würde ich auch diese Saison-Questline, glaube ich, schon mal machen. Besser früh als spät, oder? Und dann würde ich jetzt die. Ah, Questline, muss ich da irgendeinen Boss besiegen am Anfang? Ne, die ersten paar Aufgaben sind ultra easy. Die werde ich mal eben machen, weil dann habe ich die Anfangs-Vampir-Fertigkeiten. Und ich meine, da ist auch was mit Dornen, oder? Aber zumindest mal auf Verteidigung, das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Ob jetzt Dornen, bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Eine Vampirfähigkeit ist, glaube ich, 10% Chance, 300 Dornschaden zu machen. Stimmt, ja, die brauche ich. Super, das hätte ich vielleicht direkt am Anfang machen sollen, als es noch einfach war. Junge, zum Glück dauert das nicht lang. Also der Anfang mit Dornen, der ganz am Anfang war super. Jetzt wird es gerade schwer. Ich glaube, das zieht wieder an, sobald ich ein bisschen Dornen überall habe. Wenn ich hier überall so ein bisschen Dornen drauf habe und ich die ersten Aspekte und sowas habe, dann wird das gut. So. Was? Ah, stimmt, ich muss ja erstmal hier freischalten und hochleveln. Wir sehen uns also in 5 Stunden wieder. Die haben bei uns teilweise noch um 2:30 nachts geböllert. Es war so nervig. Und wir hatten einen Typen, der komplett seinen Verstand verloren hat, der hier um 23:45 sein Motorrad 10 Minuten lang voll aufgedreht hat. Aber volle Pulle. Habe ich nicht verstanden. Also da hätten die sich auch in der Season mal was Besseres überlegen können. Für alle, die einen neuen Charakter erstellen. Das ist ja die Pain. Es ist ja die Pain. Nee, Dorn haben eine Chance von 10%. 300% erhöhten Schaden zu verursachen und Gegner zu unterkühlen. Das brauche ich. Perfekt. Ja, ich brauche den Aspekt,
Das Dornenschaden. Warte, ich habe doch Kodexe. Stimmt ja. Lul, wie lange habe ich kein Diablo mehr gespielt? Ich gehe gleich Kodexe gucken. Vielleicht gibt es den als Kodex. Ich kann einfach Kodexe gucken. Also ich bin auch ein bisschen auf den Kopf gefallen. Ich kann noch gar nicht, weil ich noch gar nicht einen Okkultisten frei habe. Da kommt, glaube ich, erst auf Level 20, ne? Puh. Ab Level 20 geht's dann wieder ab. Das heißt, die nächsten 10 Level, die werden richtig Arbeit, richtig Pain. Gibt es nicht auch Juwelen, die Dornen machen? Oh, ich meine, die Grünen geben doch Dornen, oder? Das brauche ich. Die grünen Juwelen machen in Rüstung Dornen. Ja, das mache ich doch rein, oder? Skorpel, was sagst du? Das lohnt sich doch. Das lohnt sich bestimmt übel. Das wird mir den übelsten Boost geben. Nach der Aufgabe mache ich das. 750 Rüstung. Dann habe ich quasi doppelte Rüstung. Und die Dornen. Die werden bestimmt richtig reinschallern. Wie viele Dornen habe ich jetzt? 65. Ah, fuck. Ich kann die ja noch gar nicht benutzen. 250 Dornen würde das geben. Wann kann ich den nutzen? Auf Stufe 15. 12 Dornen. Okay, egal, merke ich mir. 12 Dornen. Schade. Oh Mann, das wäre krass gewesen. Aber stimmt, kann ich ja gar nicht. Da sieht man mal, wie wenig Low-Level ich spiele. Ich kann die ja noch gar nicht benutzen. Sobald ich Kodexe habe, ich glaube, dann geht's wieder ab. Aber jetzt die nächsten 5 Level werden echt Pain. Level 15 und Gems. Stimmt, gut, Tylon. Gut aufgepasst. Gems. Gems, Gems, Gems. Gut aufgepasst. Wichtig. Das verdoppelt meinen Schaden fast. Dornen, 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 Dornen. 136. Das hat sich gelohnt. Gut aufgepasst, Tylon. Oh Mann, ich hätte so gern Kodexe, Mann. Die würden mich so nach vorne bringen. Ich kann ja schon mal gucken, welche Kodexe hier spielen würde. Ich sind ja nur noch 2 Level. Aber es gab doch auch einen Aspekt oder Kodex, der Dornenschaden auf andere überspringen lässt. Sag mir, das ist ein Kodex. Da, den brauche ich. Karte markieren. Sanctum der Yashiri. Oh, mach ich mal. Geschafft. Extrahieren und einprägen. Warte, man muss nur ein Dungeon machen und dann kann man Kodexe machen. Das wusste ich auch nicht. Ey, was ich hier lerne. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das geht irgendwie ab Level 20 oder so. Das geht, sobald man einen Dungeon gemacht hat. Oh Mann, ich hätte es mir so viel einfacher machen können. Ich hätte mir die 1 Stunde 40 Minuten so viel einfacher machen können. Egal. Jetzt kommt der Kodex rein. 40% und geht bis auf 80. Das heißt, man kann den fast auf 80%. Den brauche ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall auf eine Zweihandwaffe, das Ding. Ja. Dornenschaden geht auf andere über. Ist ja übel nice. Habt ihr das gesehen? Alles sofort gestorben. Das ist es, was ich brauchte. Das ist es. Guckt es euch an. Jetzt läuft's. Ja. Jetzt läuft's. Jetzt kann's abgehen. Jetzt mache ich AOE-Damage. Jetzt geht's ab. Jetzt haben wir hier aber eine ganz andere Situation. Guckt euch mal an, wie das viel schneller geht. Weil wenn er mich angreift, wird er auch angegriffen. Wenn er mich angreift, wird er auch angegriffen. Das reden hier über... Das ist ja... Guck mal hier. Das, jetzt geht's ab. Also hätte ich das mit dem Kodex vorher gewusst. Leute, falls ihr das mal nachmachen wollt... Einfach direkt auf Level 1 einen Dungeon abschließen. Dann kann man sofort Kodexe benutzen. Und dann den AOE Damage Dornen Kodex nehmen auf eine Zweihandwaffe. Dann macht man es sich aber so viel einfacher. Ich wäre jetzt aber schon sowas von viel weiter. Also ich kill ja alles jetzt viel schneller. Und wenn ich da auf Level 20 bin, nochmal schneller. Weil ich dann nochmal... Ja, weil ich dann nochmal viel mehr Schaden mache. Ja, es geht jetzt viel schneller. Guckt es euch an. 270. Ich war vor einer Stunde bei 33. Und genauso wie jetzt könnte ich einfach weitermachen bis Level 50. Und dann ist der Knackpunkt da, der nochmal spannend wird. Erstmal Paragon Board. Mann, da hätte ich übelst Bock drauf. Genau so habe ich es mir vorgestellt. 420 Schaden. 520 Schaden. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Geil. Ja, wenn ich Klingenplatten habe und voll auf Death gehe, das ist voll möglich. Pazifisten-Run. Einfach gar nicht angreifen. Man könnte sogar komplett auf die Spitze treiben und sagen,
Man hat gar nichts unten in der Leiste, dass die Leiste komplett leer ist. Ja, also das ist ja gar kein Vergleich mehr zu vor anderthalb Stunden. Das ist ja, jetzt läuft's. Also so kann ich jetzt aber mal ganz easy, einfach so weiterspielen. Ich krieg keinen Schaden rein, ich werde meine Dorn weiter verbessern. Aspekte sammeln, Kodexe reinballern. Vor allen Dingen der Kodex hier, den brauche ich als Aspekt, der wäre super wichtig. Ich würde aber sagen, fürs Video reicht das am Material. Ich habe gezeigt, das Ganze funktioniert. Wichtiger Aspekt. Und wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, würde ich mir sofort diesen Kodex holen. Ich habe euch gezeigt, wo es den gibt. Und den sofort auf den zweiten Waffe packen. Und dann wird es direkt einfacher. Die Juwelen sind wichtig. Die kommen ab Level 10 oder 15. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, es war Level 10. Und dann Full of Death gehen. Und Rüstung und Hose Dornen draufklatschen. Amulett Dornen draufhauen. Expertise bin ich mir nicht so sicher, weil irgendwie bringt das ja nichts, weil ich die ja nicht leveln kann. Und Fertigkeiten halt komplett einfach Dorn und Schadensreduktion. Aber ja, das ist der Pazifisten-Bild, wie ich ihn spielen würde. Vielleicht spiele ich hier noch weiter bis Level 50 oder so. Und dann mit Paragon Board, da hätte ich schon Bock drauf. Ansonsten würde ich mich wie immer über ein Follow freuen, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, haut rein, Leute.